ich habe noch eine Stunde Zeit und vielleicht kann Claudio ja noch rauskommen zum Spielen. Ich werde mal bei denen klingeln. Ach, hi Kathi, willst du gerade mit Claudio spielen? Der ist noch in seinem Zimmer. Komm doch einfach mal kurz rein. Ach, hi. Hi. Wie geht's dir? Hey Claudio, ich wollte fragen, ob du mit mir draußen spielen willst. Ich wollte in den Park und ein bisschen Ball spielen. Ich habe einen Ball auch dabei. Ach nö, ich habe keine Lust draußen zu spielen. Hast du nicht vielleicht Lust mit mir hier drin zu spielen? Wir können ja zusammen malen. Also ich habe jetzt meinen Eltern nur Bescheid gesagt, dass ich draußen spiele. Da muss ich jetzt nochmal nach Hause laufen und fragen, ob ich auch drinnen spielen darf. Und dann komme ich wieder. Bis gleich. Mir ist irgendwie total langweilig. Vielleicht hat Claudio ja Zeit. Ich schreibe ihm einfach mal eine Nachricht. Er fragt also, ob ich zu ihm nach Hause kommen kann. Mama, darf ich zu Claudio? Ja, darfst du. Aber nur bis um 6. Alles klar. Okay. Dann komme ich gleich. Und bis dann. Ich würde irgendwie total gerne mal wieder Oma anrufen. Ich glaube, ich frage mal kurz. Mama, kann ich Oma anrufen? Ja, klar, Schätzchen. Okay, wie war das jetzt? Musste ich zuerst den Hörer abnehmen und dann wählen? Oder erst wählen und dann den Hörer abnehmen? Ich versuche es einfach erstmal so rum. 0. Das war falsch rum. Okay. Also zuerst den Hörer abnehmen und dann. 2-0? 2-0. Mal. Kein Anschluss unter dieser Nummer? Ich frage mich eigentlich, was Oma macht. Ich rufe mal Oma am besten direkt an. Jetzt geht sie nicht ran. Toll. Na gut. Ich habe eine Idee. Ich schaue mal einfach bei ihrem WhatsApp-Status, was sie da so macht. War wieder mal klar, sie hat eine Story in ihrem WhatsApp-Status. So. Ach, Oma ist wieder unterwegs mit ihren Freundinnen. Ach, Kaffee und Kuchen, ja, das ist doch auch super. Ja, da weiß ich immerhin Bescheid. Oh, Telefon klingelt, ich geh schon dran. Kathi am Apparat? Ach, hallo, Marie. Morgen fällt die erste Stunde aus. Telefonkette. Okay. Ah, du hast schon Franziska angerufen und... Ach, Philipp ist nicht dran gegangen. Also soll ich dann jetzt Hanna anrufen. Und falls Hanna nicht dran geht, soll ich dann einfach die nächste in der Telefonkette anrufen. Ja, okay, mache ich. Bis morgen bei der zweiten Stunde dann, ne? Erste fällt aus, alles klar. Cool, morgen fällt die erste Stunde aus und wen muss ich jetzt nochmal anrufen? Hanna, okay. So, da ist die Telefonliste. Hanna hat die Nummer 85. Geht keiner dran? Ach, hallo, hier ist Kathi. Ist Hanna da? Wir haben morgen die erste Stunde frei und wir machen Telefonkette. Aber Sie müssen dann jetzt die nächste Person in der Telefonkette anrufen. Auch wenn Hanna, ja, weil, oder soll ich die dann anrufen? Na gut, dann rufe ich jetzt den Philipp an. Alles klar, bis dann. Ach, das Philipp geklingelt. Hallo? Hier ist Kathi. Ach, hi Kathi. Na, was gibt's? Wir haben morgen die erste Stunde frei. Die erste Stunde fällt aus. Weißt du was? Ich sag dem Frederik weiter. Alles klar, bis dann. Ja, bis dann. Ich muss die Nummer von Frederik raussuchen. Ja, ich komm ja schon, na hör mal. Ich komm ja schon. Ja, hallo. Hier spricht nicht der Frederik, hier ist der Papa. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen, Philipp. Ach. Die erste Stunde fällt heute aus. Telefonkette? Ja gut, ich geb Bescheid. Vielen Dank für die Info. Ja, ich wünsch dir was. Bis dann. Telefonkette. Oh, eine Nachricht. Cool, heute fällt die erste Stunde aus. Wir haben erst zur zweiten. Yes. Dann kann ich ja noch ein bisschen hier liegen bleiben. Ah. Cool, erste Stunde fällt aus. Dann kann ich ja jetzt eigentlich noch mal richtig gut frühstücken. Yay! Erste Stunde fällt aus. Super. Kann ich weiter im Video schauen.
Mann, wir hatten uns doch hier verabredet an der Treppe. Wo bleibt die denn? Kathi! Ich guck noch mal. Kathi? Wo bleibst du? Oh, FaceTime-Anruf. Hi! Wo bist du? Ich bin in 2 Minuten da. Wir treffen uns unten an der Treppe. Du bist auch echt immer zu spät, ne? Bis gleich. Sorry, bis gleich. Dann gucke ich noch ein bisschen TikTok. Oh, bin schon wieder rausgeflogen. Oh. Hat jemand gerade das Telefon abgenommen? Ich bin im Internet. Hm, okay. Ja. Ja, ich bin am Telefonieren. Das war ein wichtiger Anruf. Du kannst gleich wieder ins Internet gehen. Ach ja. Das musst du mir auf jeden Fall jetzt noch erzählen. Cool, die haben hier sogar gratis WLAN. Mal gucken, ob ich da reinkomme. Dann kann ich endlich mal wieder meine E-Mails abrufen. WLAN, Free WLAN, auswählen. Ja, ich hab WLAN. Ach, und da kommen auch gleich ein paar Nachrichten rein. Yes. Jetzt habe ich hier wieder keinen Empfang. Oh, jetzt habe ich meine Daten aufgebraucht. Ich komme überhaupt gar nicht irgendwie ins Netz rein. Da muss ich mir jetzt das nächste Internetcafé suchen. Wo ist denn das nächste Internetcafé nochmal? Ach ja, in die Richtung. Oh, ich habe keine mobilen Daten mehr. Das ist total lahm bei mir alles. Du hast keine mobilen Daten? Ja, dann, also entweder hole ich dir schnell einen WLAN-Schlüssel oder du kommst einfach kurz in meinen Hotspot. Ja, danke. So, warte, ich mach kurz einen auf. So, kannst rein. Ach, cool, ja. Jetzt kann ich das Video auch weiter gucken. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie viele Luftballons in ein Auto passen? Gut, dass du das ansprichst, Kathi, weil ich habe mir erst gestern diese Frage gestellt. Also ich glaube... Also wenn man ganz viele vorne reinpacken würde, auf die beiden vorderen Sitze? Ja, unten, es kommt natürlich auch auf das Auto drauf an. Oder wir probieren es einfach mal aus. Wir müssen mal unsere Eltern fragen, ob wir uns ein Auto haben ausleihen können und dann probieren wir das aus. Ach, meine Eltern sagen da mit Sicherheit ja, da bin ich mir ganz sicher. Ja, cool. Kaufst du Luftpumpe? Das müssen wir auf jeden Fall irgendwann machen, ja. Und du eine Luftpumpe? Wir machen das jetzt. Okay. Jetzt! Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wie viele Luftballons in ein Auto passen? Nee. Ey, das ist mal eine lustige Frage. Bestimmt schon mal jemand gemacht. Ich google mal gerade. Ja, ah, hervorragend. Guck mal, mir wird gerade schon ein Video auf YouTube vorgeschlagen. Sowas hätte mein Telefon mitgehört. Also, es sind anscheinend... Oh mein Gott, sind das viele Ballons. Wollen wir das auch mal ausprobieren? Ach, sieht man doch, was da passiert. Passt man nicht mal mit rein ins Auto? Nee. Ja, natürlich, sind ja auch Ballons drin. Also, ich habe jetzt gerade noch mal gegoogelt. 40 Ballons passen in ein kleines Auto, zum Beispiel so ein Golf oder ein Polo oder so. Ja. Achso, nee, ein kleines passen nur 25 Ballons in und ein größeres 40. 40, ja. Ja, also das hier haben jetzt etwa 40 reingepasst. Ja, cool. Oh Mist, jetzt verpasse ich den Bus. Da muss ich meine Eltern anrufen. Ob ich denn noch ein bisschen Kleingeld, 10 Pfennig für die Telefonzelle. Oh ja, gut, schnell zur nächsten Telefonzelle. Oh Mist, ich verpasse den Bus. Sprachnachricht an Mama, ich komme 10 Minuten später. Hi Mama! Hallo Claudio, mein Spitzchen. Ich bin wieder von der Schule gekommen. Und Mama, ich muss dir was geben. Ich hab einen Brief mitbekommen. Habe ich den jetzt hingepackt? Ich glaube, ich müsste... Hier, Mama, hier ist ein Elternbrief. Den muss ich dir von der Lehrerin geben. Wie sieht der denn aus? Ja. Was hast du damit denn gemacht, dass du dich da drauf gesetzt, Mama? Es tut mir leid. Och, Claudio, ich hatte dir schon 10-mal gesagt, du packst das ordentlich in einen schönen Hefter rein und dann zerknittert das auch nicht so. Ich kann das doch jetzt gar nicht mehr lesen, was hier draufsteht. Wie soll ich denn diese wichtigen Informationen jetzt noch abrufen? Das ist die einzige Variante, wie die Lehrer mit mir kommunizieren können, Claudio. Und du kümmerst dich da gar nicht drum. Ich bringe dir morgen einen neuen mit.
Nee, du sollst mir keinen neuen mitbringen. Du sollst aufpassen, dass du nicht alles so zerknitterst. Hast du deine Brotdose schon wieder in die Küche gelegt? Die von letzter Woche war total verschimmelt. Mhm. Exkursion morgen? Claudio, Mäuschen! Ja. Kommst du mal? Ja, Mama? Hallo, mein Spatz. Du sag mal, ich habe gerade eine E-Mail bekommen von der Frau Schmidtchens. Und da steht drin, dass sie morgen auf Exkursion fahrt. Das hast du gar nicht erzählt. Hab ich vergessen. Und du sollst ja Sachen mitbringen. Oh, hab ich vergessen. Oh, was hast machen? Du vergessen, ne? Was machen wir da jetzt? Ja, müssen wir jetzt noch was einpacken. Ja. Diese Frau Schmidtchens. Einen Tag vorher schreibt die eine E-Mail. Ja. Ich weiß es ja nicht. Hier, pack deine Sachen. Ja, ich mach schon. Ich mach dir ein Brot. Hi Mama, du, ich habe eine Was Frage denn, bei der Hausaufgabe hier für Geografie. Guck mal, ich müsste das hier bitte wissen. Ah, okay. Weißt du, wo ich das rausfinden kann? Also, ich habe jetzt schon in meinen Mitschriften mal nachgeguckt. Hast du Papa schon mal gefragt? Ja, Papa habe ich auch schon gefragt, aber der weiß es auch nicht. Also, ich muss, weißt du was, ich muss das unbedingt guck doch mal in der Enzyklopädie nach. Wenn du hier suchst. Finde ich da, was der längste Fluss der Welt ist? Ja, wenn du vielleicht. Na, wie was? Könntest ich du das denn mal? Ja, unter Fluss das? Vielleicht. Mhm. Weißt du, bei uns im Büro. Okay. Guckst du noch mal nach Fluss? Vielleicht haben wir Glück und da steht irgendwie was mit okay. drin. Okay, danke, ja. Mama. Längster Fluss der Welt. Weiß ich nicht, ob ich das schon mal irgendwo gelesen habe. Hi, Mama. Hey, oh, Schatz, was ist los? Du, ich habe eine Frage. Und zwar mache ich gerade meine Geografie-Hausaufgaben. Ja. Und ich müsste bitte wissen, welcher Berg der höchste ist. Über dem Meeresspiegel. Wie finde ich das raus? Habe ich schon mal gehört, aber ich. Hast du schon mal gegoogelt? Komm, wir googeln mal einfach gerade. Ah, nee, habe ich noch nicht gemacht. Ich habe nur meine Mitschrift gemacht. Also, höchster Berg, ne? Mhm. Höchster Berg. Über dem Meeresspiegel, wichtig. Welt über Meeresspiegel hier. Ach, der Mount Everest ist das? Ja, Mount Everest steht Und hier. Und wo ne? ist der? Im Himalaya. Im Himalaya. Und wo ist das? Guck mal hier, aber 8848 Meter, das kannst du vielleicht noch mit dazu schreiben. Ja, okay, dann schreibe ich das mit dazu. Danke, Mama. Alles klar. Die Mütze. Ja, ich bin cool. Heute sind die Menschen cool und früher nicht. Nee, hier spricht nicht der Philipp. Nee, ich bin gar nicht mit. Sorry nochmal. Ja, guten Morgen, Freddy. Guten Morgen. Ach, nochmal. Nö, hier spricht nicht der Freddy. Nochmal. Dann kann ich ja noch ein bisschen hier liegen bleiben. Cringe.